Die Nachricht, dass Annalena Baerbock und ihr Mann sich getrennt haben, hat am Wochenende viele Menschen überrascht. Dabei gab es bereits Anzeichen. Wir haben in einem längeren Prozess gemeinsam vor einiger Zeit entschieden, dass wir kein Paar mehr sind, heißt es in einem Statement von Annalena Baerbock und ihrem Mann Daniel Hohlefleisch zu ihrer Trennung. Warum sich die beiden nach 17 Jahren getrennt haben, ist nicht bekannt. Allerdings stellen die beiden klar, dass es aktuell keine neuen Partner gebe. Zudem gab Annalena Baerbock bekannt, dass das Paar weiterhin zusammenwohnen wird. Während die Nachricht zum Eheaus der Außenministerin am Wochenende schlagartig die Runde machte, gab es schon Anzeichen, wenn man sich aktuelle Bilder der grünen Politikerin anschaut. Makaber, im Netz wird die 43-jährige Baerbock für das Scheitern ihrer Ehe verspottet. Annalena Baerbock, hier trug sie zuletzt ihren Ehering. Denn in den letzten Wochen und sogar Monaten trat Annalena Baerbock, die meist viel Wert auf ihr Styling legt, ohne Ehering in die Öffentlichkeit. Meist wird der Ehering am Ringfinger der rechten Hand getragen. Eine ältere Tradition besagt, dass man den Ring an der linken Hand trägt. Baerbock trug ihren Ring stets an der rechten Hand. Ein breiter, goldener Ring. Doch auf ihrem Instagram-Account sieht man diesen zuletzt am 1. März 2024. Also vor fast 9 Monaten. Erstes Baerbock-Video ohne Ring. Anlässlich der 5. Fachtagung der Initiative Klischeefrei nahm Baerbock an einer Podiumsdiskussion teil. An ihrer rechten Hand erkennt man ihren Ehering. Schon bei ihrem nächsten Social-Media-Posting vom 5. März, also nur 4 Tage später, ist kein Ring mehr zu erkennen. Ganz offensichtlich wird der fehlende Ring in einer Videobotschaft vom 8. März. Baerbock hält beide Hände vor den Bauch. Der einzige Schmuck, den die Außenministerin trägt, ist eine goldene Casio-Uhr und ein dünnes Armband. Einen Ehering oder anderen Modeschmuck sieht man an ihren Händen nicht. Ob die Außenministerin damals schon ihrem Mann getrennt war, ist nicht bekannt. Dennoch verwundert das Ablegen des Ringes mit dem heutigen Wissen. Zuletzt nahm Baerbock eine Modepanne mit viel Humor. Halte mich immer an meinem Ehering fest, damit ich weiß, was wirklich zählt. In einem Interview mit der dpa ging es schon einmal um ihre Hände. Denn Baerbock wurde bei einem öffentlichen Auftritt auf die Position ihrer Hände angesprochen, denn sie formte eine Raute. Diese Positionierung kannte man von der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel. Auf die Pose angesprochen sagte Baerbock damals, ich halte mich immer an meinem Ehering fest, damit ich weiß, was wirklich zählt im Leben. Doch in dem Videoclip, wo sie über die Benachteiligungen von Frauen spricht, kann sie nur bei sich selbst Halt suchen. Baerbock und Hohlefleisch waren seit 2007 verheiratet. Sie haben 2 gemeinsame Kinder. Surftipp: Chemische Reaktionen auf Baerbocks Trennung sind armselig und geschmacklos, Kommentar von Konfliktprofi.